und hier jetzt im Chiemgau. Und ab geht die Post. Die Staffel von Ruppolding ist gestartet. 22 Staffeln sind unterwegs. Und jetzt darf geskatet werden, zum ersten Mal vorbei an den Scheiben. 4x7,5 Kilometer. Doppelsieger in diesem Winter auf der 1. Daneben Ceresov. Und Michael Rösch, der Schnellschütze, hat schon begonnen, hat schon 3 Treffer. Jetzt den 4. Donnerwetter, was für eine Serie zum Auftakt. Genau so hat er geschossen in Turin, Olympia 2006, als die Deutschen am Ende Gold gewannen. Und was macht Mesutic? Der muss nochmal nachladen. Eigentlich auch ein exzellenter Schütze. Auch die Schweden liegen immer noch. David Ekholm jetzt fertig mit dem Schießen. Und jetzt erst darf sich Daniel Mesutic auf die Verfolgung machen von Michael Rösch. Und der Italiener jetzt noch schneller begonnen als die anderen beiden. Und Michael Rösch leider mit Fehler. Jetzt ein Nachlader bei Italien und Norwegen. Zweimal muss Michael Rösch zur Reservepatrone greifen. Minimal, De Lorenzi jetzt weg. Und jetzt Svensson gegen Rösch. Ceresov schießt jetzt sehr schnell. Mit dem Fehler beim letzten. Und Michael Rösch hat nur noch eine Patrone. Svensson ist weg. Ja, Gott sei Dank nochmal von der Schippe gesprungen. Keine Strafrunde. Er kann wieder auf die Strecke, genau wie Ivan Ceresov. Wie auch die US-Amerikaner und die Ukraine. Auszubreiten. Da hat er nicht richtig repetiert. Er klemmt die leere Patronenhülse oftmals. Ja, klasse gemacht. Hat sich da nicht irritieren lassen. Joachim Himmle, der Schießtrainer der norwegischen Mannschaft. Und das ist Christoph Steffer. Zuletzt aufgefallen durch absolute Schnellfeuereinlagen. Ja, Vincent Defran, der Franzose, und Christoph Steffan fast gleichzeitig fertig. Zdeněk Vítek ebenfalls, der Tscheche. Also die bleiben da einträchtig beieinander. Und der Italiener muss jetzt abreißen. Die Situation, die beiden könnten sich jetzt in die Augen schauen. Christoph Steffan und Alexander Uus tun sie natürlich nicht, aber Fehler beim Norweger. Jetzt muss er nachladen. 3 Reservepatronen hat er. Steffan mit 2 Treffern. Ei, der letzte. Mensch, das lief so gut bis dahin. Vincent Defran ist fertig. Alexander Uus ist weg. Und jetzt auch Christoph Steffan. Alles im grünen Bereich, alles okay. Hat er gut gemacht. Das ist Zdeněk Vítek, der schon so erfahrene Tscheche. Und das ist René Laurent Vuillamos, bei dem es noch nicht so richtig gut lief im Verlauf des Jahres. Nicolas Cruz. Wer macht den ersten Fehler? Der Franzose. Oh, schade drum, der 4. Ging daneben, Hannevold ist weg, der Norweger fehlerfrei. Die anderen müssen nachladen, der Franzose 2-mal, Arndt Peiffer 1-mal und nochmal. Jetzt nicht nervös werden, alles noch im grünen Bereich. Jawohl, Rang 2 für den jungen Mann aus Norddeutschland. Und Fourcade muss jetzt zittern. Noch eine Niete, dann droht die Strafrunde. Gerade noch mal gut gegangen, die Franzosen jetzt auf Platz 3 und klasse Vorstellung von Arndt Peiffer. Nur 18 Sekunden hinter dem führenden Norweger, hinter Halvor Hanrold. Wenn Sie es kurz gesehen haben, da hat der nächste. Ohne Dampf, keine Leistung bei Halvor Hanrold. 4 Treffer hat er schon. Mensch, eine prima Serie. Klasse, der kann es immer noch. Beifälliges Nicken von Joachim Himmle, seinem Schießtrainer. Was macht Arndt Peiffer? Ja, wieder einmal nachladen, das ist okay.
Michael, ähnlich wie beim Liegenschießen, noch ein zweites Mal. Jetzt soll es klappen, sonst wächst der Druck. Ja, stark gemacht und den zweiten Platz behauptet. Das ist lupenrein. Da bekommt er auch den Beifall von Frank Ulrich. Klar. Martin Foucault, sogar noch ein Jahr jünger als Arndt Peiffer, schlägt sich auch sehr stark. Behauptet hier den dritten Platz für die Franzosen. Jean-Paul Jacquinot sieht momentan die stärkste Vorstellung seiner Männer in diesem Winter. Das war einfach klasse, das war wunderbar, das passte alles, der Rhythmus, die Trefferlage, das Tempo. Das war wieder mal Ulla. Mensch, ist das stark. Da hat er Glück gehabt, aber das Glück ist, wie wir wissen, mit den Tüchtigen. Viele, viele Freunde und Bekannte drücken ihm die Daumen hier am Streckenrand. Und natürlich auch der Bundestrainer, der sagt, Mensch. In ein paar Tagen seinen 33. Und er hier wird Ende Januar 35 und ist noch kein bisschen müde. Ulainer Bjørndal, die letzte Serie. Drei Patronen hat er noch für die letzte Scheibe. Dann ist es vollbracht. Ah, noch nicht ganz. Bisschen wackelt er. Zwei Patronen hat er noch. Ja, jetzt kann er auf die letzte 2,5 Kilometer Schleife. Jetzt ist es Realität. Der erste Sieg der Norweger. Joachim Le verbeugt sich, bedankt sich beim tollen Publikum, was hier alle anfeuert. Und hinten sehen wir Toni Lang. Klasse Leistung bis hierher. Nochmal zur Erinnerung, erst 40 Minuten vor dem Start hat er erfahren, dass er hier heute mit dabei ist. Hat er heute Morgen natürlich schon trainiert, sich mit warm gemacht vor der Staffel. Aber dass er eingesetzt werden würde, das hat er erst um 17 Uhr erfahren. Ach gut. Ja. Rechts vorbei. Ja, und jetzt gilt auch bei ihm noch 3 für 1 und dann ist dieser zweite Platz der beste für eine deutsche Staffel in diesem Winter geschafft. Hat er sich doch nicht etwa was abgeschaut bei Ulainer Bjørndal? Genau der gleiche Ablauf. Jetzt kommen die anderen und er hat getroffen. Das ist der zweite Platz für Deutschland, für Toni Lang. Wow! Da gibt's denn das. Jetzt wird auch Michael Greiß zu Hause aus seinem Sessel aufspringen. Nur nicht wieder verletzen, Michi. Der sitzt hier in seinem Häuschen und schaut die Staffel im Fernsehen. Und jetzt geht's. Der Kampf um Platz 3 ist entbrannt. Suhmann im Vordergrund. Dann Foucault. Was machen die Italiener? Windisch hat zweimal verfehlt. Jetzt zieht er alle Register. Christoph Suhmann auf dem dritten Platz. Sensationelles Schießen. Da hat er den Rückstand auf Toni Lang enorm eingedampft, aber kriegen wird er nicht mehr, da bin ich ganz sicher. Und ein souveräner Startzielerfolg für die Norweger und damit sind sie, wo sie schon so oft waren, in der absoluten Favoritenrolle für die Weltmeisterschaften, für Pyeongchang. Der viermalige Olympiasieger von Salt Lake City, eine absolute Ausnahmeerscheinung im internationalen Biathlon und das seit 12, 13 Jahren. Bringt diese norwegische Staffel überzeugend und überlegen ins Ziel. Das Beste, was es bislang gab und zum Lohn natürlich die deutsche Fahne. Für Michael Rösch, für Christoph Stefan, für Arndt Peiffer und für den neuen Schlussläufer. Schon in Oberhof war er der letzte Mann im deutschen Team und auch heute wieder Toni Lang. Rang 2 in Ruppolding, was für eine grandiose Leistung. Jetzt dürfen sie sich feiern lassen. Das war ein richtiger Paukenschlag zur rechten Zeit. Kurz vor den Weltmeisterschaften haben sie den anderen gezeigt. Wir sind wieder da. Und mit Michael Greiß ist er noch ein ganz starker Mann, der heute zuschauen musste. Genauso wie Alexander Wolf, der in guter Verfassung, gesund, auch nochmal eine Verstärkung.